Eine traditionsreiche Firma zeigte am Tag der offenen Tür, was sie alles zu bieten hat. Die Firma Axalta in Guntramsdorf. Axalta Coating Systems ist ein weltweit führender Anbieter von Flüssig- und Pulverlacken für die Automobilindustrie, für Unternehmen im Transportsektor, die allgemeine Industrie sowie für die Architektur- und Inneneinrichtungsbranche. Wir sind in 4 Sparten eigentlich tätig: Automobilzulieferindustrie, Reparaturlacksysteme, Industrielacke und die 4. Sparte ist Pulverlacke. Für Guntramsdorf ist ein derart renommierter Betrieb im Ort von immenser Wichtigkeit. Ich würde beinahe meinen, einen historisch wertvollen. Es ist nach wie vor der größte Arbeitgeber und der größte Betrieb in unserer Ortschaft und das mit einer jahrzehntelangen Geschichte auch für unseren Ort. Ein Teil von Guntramsdorf, möchte ich sagen. Man hört den Kunden zu und liefert und stellt maßgeschneiderte Produkte, die den Anforderungen entsprechen, her. Wir produzieren Flüssiglacke hauptsächlich für den europäischen Markt, aber wir sind weltweit tätig. Unsere Spezialitäten sind für die Automobilindustrie die Plastikteile zu beschichten oder die Beschichtungssysteme, Industrielacke, zum Beispiel E-Coat und auch Elektroblechlacke. Und der dritte Bereich ist der Vertrieb von Reparaturlacksystemen. Hier sind wir in Österreich der Marktführer. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäfts von Axalta. Wir produzieren fast ausschließlich nur nachhaltige Lacksysteme, das heißt wasserbasierende Lacke oder sogenannte High-Solid-Systeme, die weltweit vertrieben werden. Der Anteil der Lösungsmittellacke ist verschwindend gering, ist bei uns ungefähr maximal noch 20%. Anlässlich des Jubiläums gab es Grund genug, die Produktionsstätte in Guntramsdorf zu präsentieren. Es ist geplant, generell darzustellen, was wir produzieren und wie wir es produzieren. Das heißt, es wird eine Führung durch den Produktionsbereich gegeben, wo wir darstellen, einerseits die Lackproduktion generell, was sind die Bestandteile und Gerätschaften, wie wir es tun und wie nachhaltig, dass wir es tun. Das ist dann der zweite große Teil. Wir präsentieren den Besuchern, was wir tun für die Sicherheit, für die Gesundheit und für die Umwelt. Und der dritte Teil ist generell eine Ausstellung über unsere Produkte. Der Bürgermeister bringt nochmals das Thema Arbeits- und Ausbildungsplätze aufs Tableau. Es finden hier auch natürlich Ausbildungen statt, es finden hier auch Lehrlinge, eine Anstellung, eine Ausbildung und auch sehr viele Guntramsdorferinnen und Guntramsdorfer, die mitunter auch schon familiär mit diesem Betrieb verhaftet sind. Und so etwas ist schön, das ist Geschichte und ich glaube, das ist auch ein Miteinander zwischen Betrieb und Gemeinde, der hier auch gelebt wird.